Dein Geburtshoroskop ist deine persönliche Landkarte. Überall hin. Was kann die Astrologie tatsächlich? Bleib dran. Ja, und damit herzlich willkommen. Heute geht es um ein unglaublich spannendes Thema. Stell dir vor, es gäbe eine Landkarte für dich ganz persönlich, die dir den Weg überall hin zeigt, wohin du auch nur wollen können möchtest, an welches Ziel du auch immer kommen möchtest in deinem Leben, dir würde der einfachste und schnellste Weg dorthin gezeigt werden. Und ja, diese Landkarte gibt es. Dein Geburtshoroskop. Und ich möchte heute mit ein paar Vorurteilen aufräumen, die mir schon das eine oder andere Mal bezüglich der Astrologie begegnet sind. Es gibt Menschen, die sagen, sie möchten nicht in eine Schublade gesteckt werden. Sie haben das Gefühl, wenn sie sich ihr Horoskop deuten lassen, dass sie dann auf eine bestimmte Energie festgesetzt werden, in der sie dann gefangen sind und wo sie dann vielleicht auch mental nicht mehr so leicht rauskämen, dass sie sich nicht festnageln lassen wollen auf du bist das und das und das und das und das und das bist du nicht. Ja, und genau darum geht es in der Astrologie nicht, wenn man sie anzuwenden versteht. Du kannst alles sein, haben und tun, was du magst. Und das Horoskop ist für jedes Ziel eine großartige Landkarte. Warum? Ganz einfach, weil alle Planeten und der gesamte Tierkreis sich in jedem Horoskop befinden. Aber in jedem Horoskop an einer anderen Stelle, auf eine andere Art, anders kombiniert. Und das ist es, was den Unterschied macht. Für jeden gibt es eine individuelle Abkürzung hin zu dem, was er möchte, auch für dich. Und das betrifft jedes Lebensthema, Berufung, Partnerschaft, Finanzen. Im Horoskop kannst du ablesen, welches Element dein Geld ganz besonders liebt. Liebt, sage ich deswegen, weil, wenn du zu Geld kommen möchtest, dann solltest du das Geld als einen Freund behandeln und mit ihm sprechen und ihn auch wirklich wie ein Lebewesen sehen. Und dieses Lebewesen, das hat ein Taxi, eine Art U-Bahn oder S-Bahn, wie es zu dir kommen kann. Und das ist das entsprechende Element, in dem sich das Geld für dich energetisch befindet. Feuer, Erde, Luft oder Wasser. Und wenn du das Element kennst, das dein Geld idealerweise in deinem Leben am liebsten mag, dann kannst du es mit Leichtigkeit kreieren. Wenn du zum Beispiel das Element Erde für dein Geld im Horoskop festgelegt hast, dann sind langfristige Anlagen, Wertpapiere, Aktien, Sparen für dich ideal. Wirklich horten, auf dem Geld sitzen bleiben, das Geld säen wie Samen, wie der Bauer auf dem Feld das macht. Genial. Wenn du allerdings das Element Wasser in deinem Geldthema hast, dann ist was völlig anderes für dich passend, weil dann bleibt das Geld nämlich gar nicht bei dir, das fließt dir immer weg. Und du denkst dir, oh mein Gott, ich kann das Geld nicht festhalten, ich kann gar nicht sparen. Brauchst du auch gar nicht, weil wenn du das Element Wasser in deinem Horoskop hast, im Geld, dann fließt es immer nach,
Dann geht es darum, dich in den Fluss hineinzustellen und dich begießen zu lassen. Wenn du das Element Feuer im Geld hast, dann geht es darum, in Aktion zu treten, aktiv Dinge zu tun, um Geldtore zu öffnen, ja? Zum Beispiel ein Business zu gründen, den Menschen Angebote zu machen, deine Dienstleistung oder dein Produkt den Menschen vorzuführen. Ja, und wenn du das Element Luft im Geld hast, dann geht es um die kreativen Geldideen. Woher kann es als nächstes kommen? Universum, zeig es mir. Und so weiter. Und jetzt stelle dir das mal für alle Lebensbereiche vor. Das war jetzt nur aufs Geld bezogen. Du hast auch ein Element in der Partnerschaft. Du hast ein Element in der Berufung. Du hast doch ein bestimmtes Element in deiner Persönlichkeit. Und nein, das hat nichts mit dich auf etwas festlegen zu tun, sondern es geht darum, dass du überall hinkommen kannst. Und es gibt für jedes Ziel mannigfaltige Wege. Manche Wege sind vierspurige Autobahnen. Da geht's zack. Und manche Wege sind kleine, gerade erst begonnene Trampelpfade, durch die du dich durchkämpfen musst, wo du nach oben kraxeln, nach unten kriechen und kämpfen musst. Es geht nicht um das Ziel. Das Ziel kannst du dir willkürlich aussuchen. Darauf wirst du niemals festgelegt. Es geht darum, den einfachsten Weg herauszufinden. Und das bietet dir dein Horoskop, das dir zeigt, hey, möchtest du dich jetzt wirklich durch das Dickicht und den Dschungel kämpfen? Oder möchtest du dich in den Ferrari setzen und die vierspurige Autobahn entlang fahren? Dann bist du 10-mal schneller am Ziel. Das kann Astrologie. Zum Beispiel auch zum Thema Partnerschaft. Im Horoskop steht drin, an welchen Orten du deiner großen Liebe am ehesten begegnen kannst. Bei mir ist das die allerwitzigste Geschichte überhaupt. Ich kann meiner großen Liebe bei mir zu Hause begegnen. Da fragt sich natürlich jeder, wie soll das denn gehen? Da kommt ja nicht einfach jemand in deine Wohnung spaziert. Nein, aber sie haben an meiner Tür geklingelt. Aufgrund natürlich anderer Umstände, nicht weil sie sich dachten, ach, ich klingel mal bei ihr an der Tür. Sondern weil das Leben selbst es so eingerichtet hat. Es steht in meinem Horoskop, du begegnest deiner großen Liebe bei dir zu Hause. Meine große Liebe hat entweder an meiner Tür geklingelt oder ich habe sie in einem Haus kennengelernt, in dem ich gelebt habe. Ja, das war bei meiner Dualseele so. Meine Dualseele, mit der ich heute liiert bin, habe ich in einem Haus kennengelernt, in dem ich kurz zuvor noch tatsächlich mit Anschrift gewohnt habe. Ist auch irgendwie bei mir zu Hause, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt schon in die nächste Wohnung umgezogen war. Unwichtig. Die Energie ist die gleiche gewesen, ja? Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will unbedingt meinen Partner kennenlernen und hätte das nicht gewusst, ich wäre vielleicht in Clubs gegangen, ich wäre rausgegangen, ich hätte mich vielleicht umgesehen auf Single-Plattformen oder sonst irgendwo, was gar nicht meine Art ist. Aber gut, vielleicht hätte ich es probiert. Mit dem Unwissen darüber, dass das gar nicht der Ort ist, wo er am ehesten auftaucht. Das hat es gar nicht gebraucht. Ich konnte einfach zu Hause sitzen bleiben und er kam. Das gilt natürlich nicht für jeden, ja. Es gibt auch den Internetaspekt. Da findet man die große Liebe im Internet. Ja, es gibt den Aspekt tatsächlich der Freizeitaktivitäten. Da geht man nach draußen in den Park oder auf ein Festival oder so, ja. Und, ja. Es geht um den schnellsten und einfachsten Weg. Es geht hierbei nicht darum, deine Welt kleiner zu machen. Es geht darum, deine Welt leichter zu machen, einfacher, deinem Lebensauto nochmal 100 PS hinzuzufügen oder 500, damit alles schneller gehen kann. Und all dieses Wissen kannst du dann für dich nutzen, um deinen Weg für dich festzulegen.
Ja, und das kannst du alles lernen. Jetzt stell dir mal vor, du könntest dein Geburtshoroskop lesen wie ein Buch und auch das Geburtshoroskop anderer Menschen. Stelle dir mal vor, jeder Mensch könnte zu dir kommen und würde von dir die Antwort bekommen, was sein schnellster Weg hin zu seinen Zielen ist. Und du könntest es ihm einfach sagen. Das ist doch wahrlich eine wundervolle Fähigkeit. Wozu ermächtigt dich das? Quasi zu allem. Ja, und das kannst du bei mir lernen. In der großartigen 5 Monate langen Ausbildung zur kosmischen Magierin. Dort bilde ich dich aus. Zur Astrologin, zur Magierin und du bekommst ganz, ganz viele Heiltools auch von mir, um mögliche Heilungswege für dich energetisch zu unterstützen, die großartig sind. Mir ist es gelungen, energetisch nach 25 Jahren meine Migräne zu heilen. Es ist unglaublich. Ich bin immer noch hin und weg. Es ist so ein schönes Leben. Ja, das Leben kann sehr schön sein, wenn man weiß, wie es geht. Ja, deswegen, wie lange und wie oft hast du schon in dem Moment gesessen, wo du gesagt hast, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt? Schon längst überschritten, endlich die Abkürzung zu nehmen und so leicht, freudig und so schnell wie möglich endlich das Ziel zu erreichen und umzusetzen, wo ich schon lange hin möchte. Denn du bist kein Baum. Du kannst dich bewegen. Deswegen komm 5 Monate in die Ausbildung und lerne alles darüber, was deine schnellsten und kürzesten Wege sind. Und wie du diese auch noch mit Magie noch viel kräftiger unterstützen kannst. Wenn du zum Beispiel das Element kennst, auf dem das Geld zu dir kommt, dann kannst du dich magisch mit diesem Element umgeben. Es gibt wundervolle Rituale dafür. Ich lehre dich, wie du sie selbst schreiben und durchführen kannst, zur richtigen Mondphase, am richtigen Ort. Du wirst nie mehr zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Du wirst nie mehr deinem Schicksal unterworfen sein. Denn ab jetzt bist du die Regisseurin deines Schicksals. Als kosmische Magierin, die ihr Buch ihrer schnellsten Autobahnen mit Leichtigkeit lesen kann und das Buch aller anderen Menschen und die das, was da drin steht, anschließend magisch anzuwenden weiß für sich und andere. Die Ausbildung startet am 13. April, Donnerstag, der Tag des großen Glücks in der Woche. Es ist der Wochenglückstag, der Donnerstag, der Tag der Expansion. Ja, wenn du zum Beispiel auch weißt, welche Energie jeder Wochentag hat, dann kannst du auch das nutzen, um deinen Weg darauf auszurichten. Also, spring rein. Am 13.04. beginnt dein neues Leben. Wirst du neu geboren als kosmische Magierin. 5 Monate an meiner Seite, beziehungsweise 5 Monate ich an deiner Seite. Mit exklusiven WhatsApp-Support für dich. Wenn bei dir die Hütte brennt, meldest du dich bei mir. Ich bin da. Mit regelmäßigen Zoom-Schulungen, in denen du einfach alles lernst, was ich kann. Ich bringe dir alles bei. Du wirst die Energien kennen, die jetzt gerade an deiner Seite sind. Du wirst die Energien kennen, die Sterne jetzt gerade zu dir schicken und genau wissen, wie du die anwenden kannst. Also, es geht in der Astrologie nicht darum, dich zu begrenzen auf: Ach, ich bin ein Zwilling, deswegen kann ich nicht bodenständig sein. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dein Feld zu erweitern, dir eine Kiste voller Werkzeug und Bastelsachen an die Hand zu geben, um zu kreieren, zu kreieren, zu kreieren. Bunt und wundervoll, magisch und voller Glitzer für dich. Ich freue mich auf dich in der großartigsten Ausbildung, die du jemals gemacht haben wirst.
Und du wirst nach diesen 5 Monaten dann im September 2023 der Mensch sein, der du schon immer sein wolltest. An dem Ort, an dem du schon immer sein wolltest. Auf die Art und Weise, die du schon immer wolltest. Deswegen, worauf wartest du? Spring in dein neues Leben. Willkommen in der Ausbildung zur kosmischen Magierin. Link zu allen weiteren Informationen dazu findest du unter dem Video in der Infobox. Ja? Schreib mir eine E-Mail, schreib mir eine PM, damit wir kurz sprechen können, damit ich dich kennenlernen kann, damit ich schauen kann, worum es bei dir ganz explizit geht und was du jetzt magisch in sein Ideal verwandeln magst und auch tun wirst. Ich freue mich riesig auf dich. Sei großartig gesegnet. Und willkommen am 13.04. in der Ausbildung. Es wird genial!